Hi Leute, willkommen bei meinem neuen Video. Heute erzähle ich euch, wie man die Haarwäsche macht. Und wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt, fängt man erstmal an, die Lotion, die man bekommt, auf die transplantierte Fläche zu tupfen. Ganz wichtig, wirklich nur tupfen, nicht reiben. Wirklich ganz vorsichtig, auch nicht mit viel Druck, sondern ganz sanft auf die transplantierte Fläche eintupfen. Ganz, ganz wichtig, probiert auch nicht mit Fingernägeln an die Stellen ranzukommen oder ähnliches. Kein Reiben, ganz wichtig und ohne viel Druck. Das sieht dann ungefähr so aus bei mir. Achtet darauf, auch nicht zu viel Lotion zu nehmen, aber auch nicht zu wenig. Also eine gute Mischung, das werdet ihr relativ schnell nach 3-4 Haarwäschen raus haben, was zu viel oder was zu wenig ist. Das ist übrigens Teil 1. Ich habe dieses Video in mehrere Teile gegliedert. Könnt ihr auch später unten in der Videobeschreibung nochmal lesen. Anschließend wird 45 Minuten gewartet und dann kommen wir zu Teil 2, das Abwaschen. Ich habe dafür eine Sprühflasche genommen, wie ihr gesehen habt, und sprühe damit den ganzen Kopf voll, überwiegend erstmal den hinteren Bereich, damit es quasi nach vorne runterlaufen kann. Denn ich möchte nicht zu hart, zu aggressiv auf die transplantierte Fläche einwirken mit dem Wasser. Deshalb lasse ich es erstmal ein bisschen runterlaufen, wie ihr sehen könnt. Hier seht ihr nochmal die Flasche. Es ist jetzt ja ein bisschen mehr als die Hälfte raus und so sieht es mittlerweile aus. Die Lotion ist nicht ganz ab, aber fast. Und das ist okay, es muss nicht komplett abgehen. Im dritten Teil seht ihr jetzt die Benutzung vom Schaum. Ja, diesen sprüht ihr auf die transplantierte Fläche, wenn es geht, nicht auf die Nase. Und werdet hier genauso darauf achten müssen, nicht zu viel und nicht zu wenig Schaum zu nehmen. Wobei der Schaum hier sich ganz gut relativ schnell einzieht und deshalb eigentlich auch ganz gut abgeht. Auch hier gilt wieder, rauf tupfen, kein Reiben, nichts mit den Fingerspitzen machen, sondern wirklich nur ganz sanft überall auf die transplantierte Fläche verteilen. Anschließend gilt es 5 Minuten zu warten und anschließend könnt ihr es wieder auswaschen. Und auch hier erstmal auf dem Hinterkopf zum Runterlaufen, aber ihr seht, es funktioniert. Da geht jetzt nämlich der Schaum weg. Ich habe es nochmal verlangsamt und ein bisschen rangezoomt, damit ihr seht, dass das Wasser, was von hinten runterläuft, auch vorne den Schaum wegspült. Und jetzt könnt ihr sehen, so sieht die transplantierte Fläche bei mir nach dem Haarewaschen aus. Abgetrocknet wird erstmal nur das Gesicht, die Haare werden danach abgetrocknet, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal geht es jetzt weiter mit dem Spenderbereich, wo die Haare entnommen wurden. Hier fangen wir andersrum an. Hier kommt erst der Schaum, den mache ich mir in die Hände, um anschließend auf die Spenderfläche zu reiben. Hier darf man reiben, auch hier muss man natürlich nicht übertreiben, aber hier muss man nicht so vorsichtig sein. Hier geht es darum, den Schorf abzubekommen und die Haut mit dem Shampoo einzureiben. Auch hier lassen wir da 5 Minuten einwirken, um euch anschließend rauszuspülen. Hier können wir natürlich direkt auf die Fläche sprühen. Und wie ihr seht, benutze ich dafür wirklich die ersten paar Tage diese Sprühflasche. Kann ich nur empfehlen. Unter dem Video findet ihr einen Produktlink dazu. Und anschließend geht es weiter mit Teil 7. Hier trockne ich jetzt die Haare ab, erst vorne. Und ich benutze dafür ein Tuch, wie ihr gesehen habt, kein einfaches Taschentuch. Die sind ein bisschen zu weich. Probiert nicht zu weiches Papier zu nehmen. Und auch kein Handtuch. Mir wurde wirklich ein Tuch empfohlen, kann ich nur empfehlen, hat gut funktioniert und es geht hier, wie ihr seht, ich drücke nicht wirklich rauf, ich lege es mehr oder weniger nur rauf und lasse es alles ein bisschen einziehen, die Feuchtigkeit. Die Lotion ist nicht komplett abgegangen vorne, das ist aber nicht schlimm und hinten könnt ihr mit ein bisschen mehr Druck arbeiten und wirklich schön trocken tupfen. Und der achte und letzte Teil beim Haarewaschen ist jetzt Lotion. Hinten auf den Donorbereich, auf die quasi entnommene Spenderfläche einzumassieren und die dann auch anschließend drauf zu lassen. Die wird nicht nochmal ausgewaschen. Die Haare wurden, oder die Kopfhaut wurde abgetrocknet. Jetzt kommt ein bisschen Lotion drauf, um die Haut ein bisschen zu entspannen. Und das war es auch schon von dem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt, wenn ihr das Video weiterteilt, um anderen zu helfen und zu zeigen, wie man sich alleine die Haare waschen sollte nach der ersten HT. Über ein Like, über ein Abo, über einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Macht's gut! Bis dann, ciao.